Am Samstag kommender Woche eröffnet auf der Messe Stuttgart auf den Fildern wieder die Reisemesse CMT. Auch die Schwäbische Alb ist dort vertreten. Ein Schwerpunktthema in diesem Jahr die Eiszeitkunst. Im Sommer entscheidet die UNESCO über die Aufnahme der Höhlen der ältesten Eiszeitkunst in das Weltkulturerbe. Das neue Eiszeitkunst-Pauschalangebot soll die Fundstätten auf der Schwäbischen Alb mit den Ausstellungsstücken in Tübingen in einer Reise verbinden. Der Landkreis Tübingen stellt auf der CMT seine neuen Premium-Wanderwege unter dem Label Früchte drauf vor.